Guten Morgen. Nein, ich mal bitte. Geht so. Yay. Es ist schon wieder gestritten hier. Gut. Naja, hier oben in der Kiste ist ja alles. Also erstmal muss hier Schutzblech noch ran. Genau. Hinterrad kann erst, wenn mein letztes Zubehör geliefert wird. Die Bremsen können schon mal zerlegt, die reinigt. Die fittet werden. Das ist ein bisschen doof. Wie gesagt, dieser Schalter ist nicht lieferbar. Seit Ewigkeiten ist dieser Schalter nicht lieferbar. Der ist ja schon bestellt. Dann habe ich aber so einen Endo-Fieber-Kabel hier irgendwo verbaut. Ja, naja, erster Auftrag heute. So. Erster Auftrag heute, Kubahara, glatter Reifen. Auch Kubahara ist grün, glatter Reifen. Ich bin enttäuscht. Meine Welt bricht zusammen. 41 Minuten, Rummidüdel. Also, Platterreifen ausgebaut. Und schwupps. Repariert. Das war der erste Auftrag der Woche und jetzt kümmere ich mich wieder um dieses wunderschöne Narbenproblem hier. Ja, für mich ist jetzt ein Problem, das alles wieder zusammensetzen zu müssen, weil nämlich man kann halt nichts mehr machen. Das ist wirklich ein Problem für mich. Dein Frühstück. Oh, das ist aber lieb. Bitte. Danke. Frühstück. Ich war richtig sauer zu Hause. Wieso? Ich habe ganz schön zusammengestaucht. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Ja. Weil sie wieder vergessen hat, die Toilette zuzumachen. Und ohne natürlich sich das ganze Toilettenpapier. Sie spült ja nicht mal, weißt du? Das ganze Toilettenpapier rausgekramt hat und sich das alles ins Gesicht geschmiert hat. Mhm. War ich sauer. Mhm, ja. Tut mir ja auch jetzt leid, dass ich so sauer war. Aber ich war sehr sauer, als ich das im Vorbeigehen gesehen habe. Beim Geschirrspüler einräumen, dass da ohne gerade so. Mann, ey. Herr Bülle. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie geht's? Geht so. Geht's so? Nur eine Hose. Okay. Heute Hose in der Hose. Oh, hallo. Hi. Ui. Ja. Unfall? Nee, einfach so. Ah, so Spaß. Einfach so. Das gebrochen ist tatsächlich beim Laufen. Weggeknackt. Wirklich? Hm? Beim Joggen. Ist gebrochen, ja. Boah. Da ist er nicht so. Ja, ich dachte erstmal, es wäre nur ein bisschen entzündet, deswegen war ich auch nicht beim Arzt. Aber dann tat es halt dann doch ziemlich doll. Also, es war gebrochen und du hast erstmal gesagt... Es ist gebrochen. Es ist gebrochen. Ich war joggen und beim Joggen durch die Belastung... Ist jetzt nicht in Gips? Gibt's nicht mehr. Das macht man nicht mehr. Das macht man nicht mehr? Das ist nicht mehr üblich. Also kriegt man da quasi nur sowas? Man kriegt eine Schiene, ja. Das ist für die Muskeln auch besser, weil die dann nicht abgebaut werden und bei Luft ankommt und sowas. Ja, deswegen macht man das nicht mehr. Aber jetzt wächst es einfach so zusammen. Ich hoffe, ja. Aber du hast auch immer eine Bewegung drin, du hast ja keine Gerade quasi. Ja, soll ja auch so sein. Keine Ahnung. Ja. Ob mal der Arzt weiß, was er macht. Ja, toll, brauchst du nicht einen Praktikanten so, der alles von dir lernt und so. Und dich unterstützt mental und dich motiviert jeden Tag. Kostenlos. Ja, selbstverständlich. Kostenlos, was sonst? Ja, sonst wärst du ja kein Praktikant. Praktikanten müssen richtig Geld bringen. Die müssen, ja, so. Sonst bringen die ja nichts. Dann machen die nur Arbeit. Der da vorne, der da draußen ist ja auch Praktikant. Ja? Der streichelt schon seit über einer Stunde einen Gepäckträger. Letzte Aufgabe. Ja, wenn der dann nicht mehr ist, kannst du das natürlich machen. Ah, cool.
Weil der ist nicht mehr, der hat Prüfung am 13. August. Aber ich mache das also von mir aus, also einfach ohne, also so. Kein Amt und nichts. Nichts, gar nichts. Ja, dann musst du selber, musst dich irgendwie gucken, wie du dich versicherst. Oh. Nee, muss schon vom Jobcenter aus sein, weil wieso versicherungstechnisch bist du hier nicht versichert. Ach so. Muss ich das mit dir erstmal klären. Genau. Ja, was willst du sagen? Hallo, ich bin LA-Praktikant. Andi, a.k.a. Praktikant. Hey. Oh, komm, oh. Dann hast du ja vielleicht bei zwei Andis. Der andere Andi wollte ja auch kommen. Wie ein anderer Andi? Ja. Was denkst du eigentlich? Bleibst du in Berlin? Wo sollen wir denn hin? Ich weiß nicht, so Corona-mäßig hier. So kacke. Ist Corona woanders geiler? Hä? In Corona vielleicht. Corona, schön. Nee, ich dachte vielleicht, ich will es ja hier. Du willst den Namen übernehmen, ich merke schon, ich merke hier. Ich habe nicht als Praktikum gemacht und ich habe als Praktikum gemacht und schon die Namen. Der will sich hier schön einnisten. Einnisten, Alter. Irgendwann schließt er dann ab von hinten. Du, Tommy, tschüss. Und dann war's. Nee, so einfach ist das nicht. Nee, so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Ja, das ist. Ja, klar. Nee, aber an sich ist es eigentlich ein cooler Job. Ach, was? Also, ja. Ja, das ist ja dieses. Man braucht nicht viel Material. Okay, spannend. Man braucht quasi nur sein Werkzeug. Und den Kopf. Werkzeug. Kopf. Ganz wichtig. Richtig. Das muss alles funktionieren. Verständnis. Verständnis für die Dinge, ja, genau. Verständnis für die Leute, dass sie alle kein Geld haben. Den kannst du nicht vom Kopf stoßen. Ja, du kannst natürlich in gewisser Weise, Arschlöcher kannst du wegschicken, aber ja. Das ist nicht hier wie im Nachtclub. Weil es spricht sich rum, heutzutage macht einer dann gleich mal eine Google-Bewertung und sagt, boom, schon stehst du da und ihr kriegt die ganzen negativen Bewertungen von dem da vorne, krieg ich ja ab, weil ich viel präsenter bin als er. Verwechseln. Ja, Scheiße, wa? Wer seine Fans, die wissen natürlich Velothek und hier geben sie nur einen Fahrradladen Bürgnerstraße, da komme ich als Erste durch YouTube und den ganzen Scheiß. Da nehmen sie alle ihren Justus. Justus Franz. Den habe ich letztens mal auf der, ich bin letztens bei ihm im Laden kurz, weil. Und was habe ich gefragt? Ach so, musst dich nicht rechtfertigen, mein Junge. Nee, hörst du, wegen der Börse, wegen der Vizenbörse so. Da bin ich ja hin und so. Ja, der verkauft ja da mal. Genau, ich habe ihn so gefragt, so, wie ist das da? Oder? Meint er zu mir so, aber du weißt, und so von mit ernster Miene so. Aber du weißt schon, dass wenn du die ersten Male so da bist, musst du Abschlag zahlen und so. So fängt er ja an. Weil der will natürlich keine Konkurrenz. Der will natürlich. Ich meinte so, ey, hör mal zu, wenn es so viel Geld dazu holen ist, hole ich meine Jungs und sind von euch allen Schutzgeld. Das war, okay, schönen Tag noch. Also mit so einem Spruch mir zu kommen, natürlich wieder keine Konkurrenz, aber wie bin ich auf der Börse, auf diesen ganzen Fahrradmärkten? Ich weiß gar nicht, wie die Geld machen. Verkaufen eine Fahrräder für 180 für 200 Euro? Was sollen die dafür bezahlt haben? 80 Euro oder was? Ja, was denkst du, was hier los ist? Die wollen hier ein Rennrad haben, was du so? Ja, für was wollen sie haben hier? Funktionieren und leicht soll es sein und am besten nicht geklaut. Und ja, was habt ihr euch da vorgestellt? Naja, so bis 120 Euro würden wir ausheben. Ich sage, naja, dann bitte, dann geht mal in die Richtung da, ganz weit und da hinten. Da hinten also, steht ja mit den geklauten Fahrrädern. Ja, ich meine, was soll denn das? Ja, wie stellt ihr euch das vor? Das ist ein Laden hier, wenn es nicht so aussieht, wenn es nur in Köln ist und im Keller und was weiß ich. Ich muss die Räder kaufen, ich muss sie reparieren. Also hier ist ja anders. Ist ja nicht so, wie dass du über das Land fährst oder so. Ja, du hast dann aktuell 30 Euro oder was. Nimm mal mit. Früher habe ich die Dinger auch eingesammelt. Dann wäre mir ideal. Da habe ich die vom Flohmarkt. Musst du auch erstmal reparieren. Und nee, musst du nicht. Teilweise sind die so geil oder so. Ey, fahr mal noch durch Süddeutschland. Teilweise auch Schrottaktionen, teilweise machen sie Aushänge und sammeln einfach nur noch ein. Wir holen ihre alten Räder ab. Dann sind Räder bei, du setzt dich drauf und fährst los. Weil die einfach da einfach viel. Ja, geiler gepflegt sind und so und ist eine ganz andere Kultur. Aber noch nicht bei mir, wenn ich hier ein Rad ankaufe, dann ist das ein Karton voll Teile und dann muss das erstmal alle zusammengebaut werden. Tommy, ich gehe jetzt wieder, ja. Niemals. Bis später. Alles klar, bis dann. Dankeschön. Bitte. Es ist ungewohnt, so jemanden zu sehen, der. Wo ist denn das gebrochen, an welcher Stelle? Genau unterm Knie. Und dann kannst du so das. Kannst du so bewegen? Ja, ich konnte kaum laufen zwischendurch. Jetzt geht's schon wieder ganz gut. Jetzt ist es zwei Wochen her oder so. Boah, krass. Aber jetzt geht's wieder. Stimmt, Tommy, du hast mich viel getragen. Naja, ja. Ich trag dich nur auf Händen, mein Schatz. Ja, danke.
Das soll mal Ende August kommen. Ende August, ja. Ich kläre das dann mit dem Amt, dass alles offiziell sein sollte. Und dann frage ich dich nochmal kurz vorher. Genau. Und dann kriegen wir halt schon hin. Cool. Ciao, ciao. Ja, tja. Gut, dann mach ich mal hier eine Fettpackung auf, wa? Hallo. Hallo. Das erfordert erstmal meine ganze Konzentration. Ja. Das ist ja nächstes noch, aber. Das ist das und da sitzt dann die verfickerte Namenhülse auf. Aha. Das auch noch. Da ist doch gleich einer vor dir, den hast du da mal genommen. Ja, den benutze ich immer als Handtuch. So. Nicht mehr geschafft. Dann bis 11 Uhr ist man da. Habt ihr ja nicht mal probiert? Ich war bis 11 Uhr hier. Ich war bis 11 Uhr hier. Wirklich? Ja. Siehst du, hätten wir mal wenigstens probiert. Ja, hätten wir bewusst ein bisschen Geld da, dass wir etwas gemacht haben. Nein, das ist die pollert wie Sau, die da kann man nicht für. Das. Ich finde es ja witzig, dass dieses Teil hier übrig bleibt. Aber bleibt nur übrig, weil das lag nämlich zweimal hier drauf auf dem Tisch. Ach so. Ich habe echt gedacht, wie kann denn sowas übrig bleiben? Kann ja nicht. Es lag einfach nur tatsächlich zweimal da drauf. Har, har. Geht's erstmal los? Wo geht ihr hin? Ukraine. Ach so. Ich nehme jetzt Gadi und Oma mit. Ich will nur ganz kurz mit ihm sprechen. Skali. Ja, ist ganz gut. Ja, mit Lungen kann ich die nicht allein lassen. Nee. Das funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Das ist dann ein Mord und Totschlag. Leider. Leider. Ach, Mann, ja. Jetzt so vorsichtig formuliert, ja. Ganz Verstärkung. Bis später, Tommy. Ja. Bis später, meine Süße. Süße. Naja, hat Skadi mal ein bisschen Freizeit jetzt mit Mama.
Das ist ja immer so ein schwerer Akt, alles unter einen Hut zu kriegen. Gerade wenn sie alle zu Hause sitzen. Ja. Tja. Ganz vergessen. Das ist ja ein Video da. Hundenpumpe eigentlich schon wieder hin. Wirklich nicht? Was sehe ich? Das war noch nicht oben offensichtlich, ne? Ne. So, jetzt aber. Was hat denn da gemacht? Wie kann man denn so blind und blöd sein? Blöd und blind. Ja, natürlich. Ja. So, so. Und so. Bekloppt. Vielleicht zum Einstellen ist sie noch dran. Das ist ja noch nicht mal mehr zeigenswert. Eigentlich hier Bremsbeläge abgebremst. Ich meine, ja. Eigentlich schon Standardsituation hier, dass komplett runter sind. Muss man eigentlich noch nicht mal mehr zeigen. Aber wenn es soweit ist, einfach wechseln. Nicht noch spazieren fahren. Macht ja die Felge mit kaputt. Soll nicht sein. Das. Irgendwann ist es auch nicht mehr schick. Auch gleich neu. Machen wir das auch gleich neu. Die 2 Euro mehr sollte der Kunde überhaben. Ich muss die Bremshebel anbauen, die haben wir jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet, poliert und so weiter. Auch ich habe den Lenker poliert, damit er auch wieder ansehnlich ist, weil der sollte ja unbedingt erhalten bleiben. Den Gepäckträger hat er eine Stunde lang gestreichelt. Naja, völlig drüber. Macht überhaupt keinen Sinn, sowas. Aber der sollte ja unbedingt auch wieder ran. Er muss dann gleich noch ran. Jetzt schaue ich erstmal die alten Bremsen an. Das Rad ist völlig überarbeitet, sozusagen. Völlig wert, arbeitswert. Hat die Materialien überschritten. Tja, nee, das hört sich genau an, wie sich die Nahe von dem Junior Pegasus hier anhört. Das ist genau das Gleiche. Bremszüge hast du aber schon, du hast ja eine neue genommen. Ja, du hast sie da drin. Die solltest du doch wieder nehmen. Ach so.
Die hattest du doch noch einmal gemacht schon. Stimmt, wir hatten ja schon gemacht. Alles schon abgelegt, wenn wir wollen. Ja, genau. Alles klar, dann kommt die halt wieder zurück. Ja. Man sperrt aber ganz schön hier. So. Ich habe nicht gesehen, dass die Klemmung auch schon einen Treffer weg hat. Ja, die ist auch verbogen. So, ich schraub mal hier die Bremse auseinander, weil jetzt sollte man tun, einmal auseinanderschrauben, bevor man so eine alte wieder einbaut. Und die Gleitscheiben fetten bzw. ersetzen. Das sollte man schon einmal machen. War ja wieder klar. Okay, was denn? Neuner Eisen. Ja, hab ich gerade. musst du den Steckschlüssel nehmen. Okay, na wunderbar, haben wir. Dann hänge ich hier die Feder aus. Ja, Feder aus, ja. Hänge ich das Teil hier runter. Dann sehen wir hier diese Scheibe. Und die ist abgelaufen, da braucht es eine dickere. Da haben wir es definitiv. Und die Scheibe hier. Fett zwischen. Dadurch schleifen die hier aneinander, die beiden Bremsschenkel. Und dadurch geht das halt schwer. Jetzt den Bremsanschlag wieder zurück im Bogen. Da haben wir noch eine. Da haben wir noch eine. Ein dünnes Scheibchen. Mikrometerscheiben. Den Grat hier, den Pfeil ich an. Da schleift es, deswegen läuft es schwer. Das. Zack. So, also ein bisschen abgeschliffen haben wir auf alle Fälle. Gucken wir mal. Zack. Feder wieder einjagen. So. Ja, noch mal gleich. 28er Race. Na, wunderbar. Und läuft. Läuft ohne zu schleifen. So muss es sein. Bisschen einstellen, bisschen Fett, bisschen sauber machen, bisschen schleifen. Und es funzt wieder.
Meine Mann, das hätte man ja jetzt eigentlich aufzeichnen müssen hier. Jetzt ein Angebot habe ich bekommen, schaue ich mir am Sonntag an, in einem Verein eine Fahrradwerkstatt einzurichten. Auch nicht schlecht. Gemeinnützig natürlich alles. Aber warum nicht, wa? Kann man ja mal tun. Gegen Spenden oder was weiß ich, wie das läuft. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Wo bist du? Wann kommst du? Ah, ihr habt noch Höhe gekriegt. Ich nicht. Hab nicht über die Windung gekriegt, also über die Beule. Schraube liegt da, ist ausgefallen. Tja, habe ich echt beide Lampen vergessen, wa? Eine habe ich hier vergessen und eine beim Kumpel. Ach, der ist noch nicht drin, oder was? Hä? Das verstehe ich gar nicht mehr. Ja, ich habe neulich, als ihr da über diese Uwe Haras gesprochen habt, dann habe ich kurz danach bei uns, da, wo meine Werkstatt ist im Hof, habe ich auch einen getroffen, der sozusagen ein großes Herz für Uwe Haras hat. Und dann habe ich nachgedacht und dachte so, warte mal, dein Keller verstanden, Herr Fahrer, und jetzt habe ich das verstanden. Ich glaube, ich habe verstanden, was du sammelst. Wenn man das so sieht, dann verstehe ich jetzt einige von diesen Mountainbike-Rahmen. Das habe ich, als ich das letzte Mal bei dir drin war, nicht verstanden. Und jetzt, also, okay. Weil das sozusagen, dass es da so eine Sorte von Mountainbike-Rahmen gibt, weil da war ich noch zu jung für sozusagen, die das sind die Sammler. Oder? Diese? Naja, die sind einfach cool. Also ob Sammler hin oder her, wenn man da hingestellt, ja. Die sind damals so viel, dass die friedlich behandelt wurden, als der neue gekauft wurde. Ja. Und meist eben dadurch sehr wenig gefahren wurde. Ja. Ja, ist ein bisschen. Die Rückseiten machen mehr Sorgen als in der Form. Ich kann richtig gut fahren, die nächsten 20 Jahre. Rewind. No, rewind. Vielen Dank fürs Gucken dürfen. Ja, bitte gerne. Immer wieder gerne. Ich mach kaum bestimmt wieder. Also. Ja, ist kein Problem. Deshalb kann ich es ja gar nicht haben. Das darfst du. Nicht ein einziges Fahrrad muss ich selber besitzen. Nee. Ich kann einfach zu dir kommen und schauen. Satt sehen, weißt du? Ja, ja, ja. Es ist total toll. Und lernen. Lernen, lernen, lernen. Tja, das ewige Ding am Leben ist so dieses Lernen, oder? Dieses ja, ewige Ding. Das ewige, kann man immer. Ja, kann man einmal in Ruhe nehmen, man muss wieder lernen. Ja. Thomas. Wir sehen uns. Nimm es nicht so schwer, wa? Mit dem Lernen passt schon bis dahin. Ich glaube an dich. Ich kann mich hoch. Ich glaube an dir. Das ist very well. Du Arsch auf frischen Reißen. Das kommt nicht von mir, das kommt von meiner. Was? Das ist der. Nein. Ich wiederhole es nicht. Ich unterstütze diesen Sport nicht. Alles ist gut. Schissi. Schissi. So, gut. Rad ist irgendwie fast so weit wie fertig. Mann, bin ich was erleichtert. Heute echt nur so weit wie den Schalter bekommen. Das ist nicht optimal für mich. Sieht nicht gut aus. Ich habe lieber einen anderen Länder rangebaut. Ein bisschen großzügiger ist, dass man den Schalter nicht hier so auf halb 8 setzen muss. Aber so ist das jetzt. Und da sieht es nicht. Der Drehknopfschalter kommt ja nicht in Frage. Hallo, hier ist der Mann aus dem Fahrradladen. Kannst vorbeikommen, der Fahrrad ist fertig. Na, Achim, aus dem Fahrradladen, willst du mal eine Probefahrt machen? Stehen? Nee. Setz da unten Sattel drauf und dann mach ich eine Probefahrt. Aber. Das ist ja ein Sattelhammer bei dir. Da kannst du ja drauf sitzen. Ich geh. Das verschwindet ja nicht mal. Nee. 13er Eisen. Ja, hol ich ja schon. Einen Belag hab ich noch nicht eingestellt.
denn? Hä? Für die Klapper kann ich nicht. Was ist das? Blech hinten. Hat doch den Bruch. Und das ist nicht die Klapper. Bremst auf jeden Fall. Schaltet. Schalten tut's auch. Und sieht gar nicht mal so scheiße aus. Nö. Oder? Außer dass es gerade ein bisschen hoch war, aber ansonsten. Ja, gut, ist sowieso zu hoch. Ja, aber klar. So, Torpedo, man kann es doch erahnen. Hier hast du dein altes Ding, wolltest du haben? Deine alte Kugel wolltest du haben? Deinen alten Lenker wolltest du haben? Musst doch die alten Griffe nehmen, wolltest du haben? Der Schalthebel da ist ein Kompromiss auf alle Fälle. Namendynamo hast du dafür bekommen. Alles überarbeitet, einmal von vorne bis hinten. Achim hat eine Stunde lang gestreichelt und die streichelt und die streichelt und trotzdem ist er nicht richtig blank geworden, aber so ist es halt, war mit so einem alten Ding. Da kann man nicht viel machen an so einem Gepäckträger. Eine Stunde wird extra berechnet, Gepäckträger kostet jetzt 100 Euro dich. So, die beiden Brüche hier habe ich dir vorab schon gezeigt, fandst du gut, dass sie sagt, soll bleiben? Bleiben sie. So, und klappern. Was soll man machen? Da kann man nichts machen, da ist auch kein Platz, um irgendwas zu machen. Da kommen irgendwann mal neue Bleche rauf und das wart. Schaltet? Schaltet. Bremst. Rollt. Fertig. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir die Griffe und das war's. Ja, Beleuchtung war jetzt eh optional, aber ich meine sowieso nicht an das alte Blech. Cool. Da kommt einer so. Einer will sein Rad echt wieder haben, ey. Ich fass das nicht. So, Tag, wie ist dein Name? Wie heißt du bitte? Bist du so special oder was? Dass jemand sein Rad will? Wir wollen ja wissen, wer so ein Rad fährt. Ein Gesicht zum Rad. Wir ist nennen gut, das gut, die neue Serie auf YouTube, das Gesicht zum Rad. Das ist aber welche Art von Video ist das? Ist das so ein, ja, ist natürlich ein totales Verarschungsvideo. Da gebe ich dir meine Adresse an. Ja, da bitte, ja, da wunderbar, genau so muss es sein. Und die Kontonummer bitte. Kreditkartennummer, ich glaube, das ist super. Ich weiß es ja auch nicht. So, genau. Nee, wir haben ja so einen YouTube-Kanal, da kannst du ja sehen, was also manchmal sehen auch, was an deinem Rad gemacht wurde. Heute sehen wir nur das Ergebnis, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Dann schön weiter. Danke, Leute. Danke, danke. Ja, ciao, ciao. Alles Gute. Gute Nacht, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Also bis dann. Ciao.